Ja, und damit Hallöchen und Hallo, herzlich willkommen zu diesem schönen Stream, an diesem schönen Sonntagabend, liebe Leute. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr hattet ein wunderschönes Wochenende, habt's genossen, auch wenn, ich glaube, wir uns alle einig sind, die Temperaturen bescheuert hoch sind und ich echt froh bin, dass nächste Woche mal das Ganze wieder in den normalen Rahmen nimmt, weil diese Woche, also das Wochenende war temperaturtechnisch nicht geil. Es ist auch immer noch absolut Katastrophe. Ich gehe hier immer noch vollkommen ein. Also wir machen heute so lange, wie ich halt körperlich kann, bevor ich hier gleich einen Aufguss machen kann. Also höchstens, wenn ich hier im Laufe des Streams Wasser auf den Boden gieße, dampft es. Ich bin mir recht sicher. Ich bin mir sehr sicher. Ich habe meinen besten Freund, den Ventilator neben mir stehen, aber heute ist wirklich, vor allem heute ist auch so schön schwül. Heute Morgen hat es schon geregnet und danach hast du 29 Grad. Das ist noch viel geilere Kombination. Das macht einfach noch viel mehr Spaß. Aber hey, wir wollen heute trotzdem Spaß haben. Wir spielen heute zwei. Ich habe halt Bock. Dementsprechend grüßt euch erstmal. Erstmal Sascha, willkommen 46. Monat. XN, willkommen 33. Und Kalaba, dankeschön für die drei Gifts. Vielen Dank euch drei für den Support. Vielen, vielen Dank. Ja, wir machen heute weiter mit Conor McGregor Dirt 2. Oder wie es in den USA heißt, nur noch Dirt 2. Ne? Conor McGregor Dirt 2 hieß es nur in Europa. Die Amis haben es direkt Dirt 2 genannt. Ja, die haben direkt gesagt, scheiß auf Conor McGregor. So, ich will, dass man direkt schon bei dem Titel dann grundsätzlich entschieden hat, scheiß auf den Namen. Das finde ich irgendwie ein bisschen eine wilde Decision. Aber na gut, wir in Europa haben noch Ehre und haben den weiterhin Conor McGregor Dirt 2 benannt. Erst am dritten Teil ist der Name dann aus dem Seriennamen verschwunden. Was aber dann legitim ist, muss man fairerweise sagen, dass man dann gesagt hat, okay, dann lassen wir das jetzt. Aber ja, guten Abend erstmal alle, Hallöchen. Ich bin noch beleuchtet. Ich sehe auch ein bisschen heute wilder aus. Meine Haut ist so schön. Ich würde fast sagen gesättigt. Das liegt eher daran, dass mir nicht einen bösen Sonnenbrand. Ich habe wirklich echt einen harmlosen Sonnenbrand gezogen. Wir hatten ja gestern bei uns ein Treffen hier am Flughafen, JDM-Treffen. Und es waren knackige 32 Grad. Das ist schon geil. Also für irgendwen sicher in einem anderen Land, nicht in Deutschland mit der Luftfeuchtigkeit, die wir hier haben. Aber hey, ich habe mich regelmäßig eingespielt, aber ich habe leider einen Hautton, der halt sagt, Sonne, nee, du, lass mal. Also einfach müssen wir nicht mal, es braucht nur warm sein, ich kriege Sonnenbrand. Es ist wirklich, was es angeht, Grüße gehen raus. Da habe ich auf jeden Fall geilen Stuff geerbt, da kann man nicht anders sagen. Mein Hautton ist der 10 von 10, wirklich, der ist wirklich geil. Ist denn Unbounded, das ist doch gerade Meter. Ich kann dir das gar nicht sagen. Ich beschäftige mich mit der Unbounded Meter 0,0. Also wirklich 0,0. Ich kann dir nicht sagen, welchen Klassen welches Auto gut ist. Ich fahre immer die Autos, auf die ich Bock habe. Ich weiß, dass es für jede Klasse Meterfahrzeug gibt, aber ja. Nee, ich habe gar keinen Schmerz. Nee, mir geht's bestens. Gar keinen Sonnenbrand zugezogen. War eine ganz entspannte Nummer gestern. Nee, alles gut. Ich habe mich gestern wirklich regelmäßig mit Sonnencreme eingeballert und dann abends schön Aftersun. Das ist, ja, dann ging das. Ich konnte schlafen, aber so, ist alles gut. Also auch wenn die Temperaturen mal unter das Problem sind, aber das soll ja jetzt die Woche wieder besser werden. Hoffen wir es mal. Dementsprechend. Ich kann euch schon mal so viel sagen. Streamtechnisch nächste Woche und übernächste Woche müssen wir ein bisschen gucken, wie es läuft. Weil ab morgen, kommt mein kleiner Bruder zu Besuch für zwei Wochen. Einerseits haben wir im MX-5 noch ein bisschen was machen müssen. Der kriegt bei mir jetzt mal einen Service und so. Also der kriegt mal eine neue Windhiedecke-Dichtung, Keilriemen kommt mal neu. Und der kriegt noch einen TÜV. Deswegen sind wir die nächsten Tage recht viel am Auto dran. Deswegen kann ich euch noch nicht sagen, wie oft ich zum Stream abends komme nächste Woche. Ich kann es halt bisher noch gar nicht einschätzen, wie lange wir und wie viel Arbeit wir in dieses Auto stecken müssen. Es wird, denke ich, trotzdem von hier aus von daheim Streams geben. Dann höre ich ja mit ihm zusammen. Also weiß ich noch nicht, ob wir in den nächsten zwei Wochen dann F1 und Dirt 2, also außer wir kommen bei Dirt 2 durch, aber ich vermute nicht, wie weit wir mit F1 und Dirt 2 in den nächsten zwei Wochen weiterkommen. Kann sein, dass wir danach wieder weitermachen und in den zwei Wochen halt anderen Content machen, was sich halt eher anbietet. Da müssen wir mal schauen. Es kann aber auch sein, das muss ich aber erst testen, ob es funktioniert halbwegs, dass wir ein, zwei Streams auch einfach aus der Halle machen. Wenn wir gerade eh dran sind, dann schmeiße ich da halt den Stream an und dann ist gut, weil ich habe genug Datenvolumen, das ist nicht das Thema. Ich muss gucken, wie die Verbindung da oben so ist, weil die Halle mit ihren Mauern so ein bisschen schwankend ist. Du hast in manchen Ecken dieser Halle einfach ein Funkloch, es ist wirklich so, es kommt gar nichts an und dann gehst du bis zur Tür und dann ist wieder das Netz da. Aber das kann sein, wie gesagt, die Streams die nächsten zwei Wochen ein bisschen anders ablaufen, ein bisschen andere Inhalte haben. Denke ich, ist aber nicht schlimm, denke ich mal. Aber wie gesagt, danach machen wir da mit dem typischen Let's Play-Content weiter. Auf YouTube wird sich, denke ich, nichts ändern. Da werden wir, denke ich, bei dem Content bleiben. Da kann vielleicht sein, dass so ein, zwei andere gesonderte Videos dazukommen. Das muss schon mal so als Hinweis, dass F1 und Dirt 2 die nächsten zwei Wochen nicht aussetzen werden. Und wir anderen Content machen und danach geht es dann ganz normal weiter. Ne? Dementsprechend. Falls gerade über den Audi die Rede ist, wie ist der Fortschritt? Über den Audi ist gar nicht die Rede. Es geht um den MX-5, mein Bruder. Fortschritt beim Audi ist genauso weit wie vorher. Wir haben jetzt nur den Motor komplett auseinander, also Kurbelwelle ist komplett raus, Block ist jetzt komplett leer. Das muss jetzt auf Dauer irgendwann mal zum Motorenbauer, aber Budget ist aktuell nicht da. Also der Audi
Ich vermute, wenn es so weiterläuft, wie es aktuell das Jahr finanziell läuft, weil ich drück lieber voll aus, es ist eines meiner schlechtesten YouTube-Jahre, was finanzielle angeht, auf jeden Fall. Auch Product Placements, ich habe halt kaum was dieses Jahr. Muss der Audi auf jeden Fall dieses Jahr noch pausieren, weil nächstes Jahr wollen wir heiraten, das geht für mich eindeutig vor. Und dementsprechend, wenn Geld übrig ist, dann machen wir am S3 weiter, wenn nicht, dann steht er halt noch ein weiteres Jahr. Macht jetzt auch nicht mehr den Bratenfett, also sind wir fairerweise ehrlich. Der ist schon 2,5 Jahre jetzt dran und wie gesagt, ein Block ist soweit leer, Kopf wird jetzt auch bald noch leer gemacht, dann muss ich irgendwann zum Motorenbauer, aber das kostet gut Kohle. Weil wir haben halt zum Beispiel, Kopf muss geplant werden, Block muss geplant werden, ne? Das kostet halt Geld. Wir müssen Lagerschalen noch einbauen, anpassen lassen. Tom, wir kommen 35 Montag für den Resub. Dann haben wir halt noch einen Spritzdüsen muss neu geholt haben und so ganzen Kram. Und das ist halt noch viel zu machen. Also es sind viele, viele Teile. Ist nicht super viel am Motor selber. Also an sich ist der wieder recht schnell zusammen. Aber Motorenbau muss erstmal Geld rein, Arbeit reinstecken. Und die kostet halt Kohle. Und das auch, glaube ich, nicht zu knapp leider. Und ja, wie gesagt, daran hapert es so ein bisschen. Dieses Jahr ist ja finanziell so ein bisschen bedrückend. Aber da könnt ihr nichts für. Ne? Das ist halt ein bisschen an meinem Content abhängig. Der ist halt gerade einfach nicht so für YouTube relevant, leider Gottes. Und ja, dementsprechend. Ist halt einfach, wie es ist. Wir haben halt momentan einfach kein großes Racing-Game. Und da wird sich, denke ich, auch zur Zeit noch nicht ändern. Wie gesagt, TDU kommt ja, aber ich sehe es halt nicht als großes Racing-Game. Ich denke, es wird ganz solide, aber that's it. Nur Need for Speed und Forza müssen wir halt ein bisschen länger noch ausharren, leider. Buddy and Terrians, willkommen im 45. Monat. Dankeschön für deinen Resub. Dankeschön. Und Golfgang, willkommen im 4. Monat. Auch dankeschön für deinen Resub. Grüßen, Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag. Aber ja, deswegen bin ich bei sowas halt, bei so Projekten dann halt einfach, okay, da müssen wir jetzt halt einfach dann weitergehen, wenn es geht. Innenraum ist jetzt bald aber soweit fertig, also den mache ich jetzt gerade auch fertig, da wird es nochmal ein Update-Video zu kommen, wenn der zusammen ist komplett. Dann zeige ich euch den, weil den haben wir ja komplett mit in die Vitara bezogen und so, das sieht wirklich geil aus. Dann ist der Wagen so vom Karossentechnischen zum Beispiel erstmal fertig. Und wie gesagt, wenn es in der Motor weitergeht, geht es am Motor weiter. Und man muss auch sagen, selbst wenn der dann drin ist und fertig ist oder läuft, ist das Projekt noch nicht fertig, weil dann immer noch arschviel Geld und restliche Sachen fliegt. Wir brauchen neue Antriebswellen, wir brauchen Abgasanlage, wir brauchen größere Bremsen, also wegen TÜV den ganzen Kram, das ist alles der TÜV-relevante Scheiß. Und ne, da kann man sich das ein bisschen hochrechnen, das summiert sich relativ schnell locker easy ins Vierstellige und das ist also gar kein Thema. Ja, dementsprechend, das muss dann auch irgendwie vorne und hinten irgendwie alles passen. Und dementsprechend momentan muss das alles ein bisschen warten. Ich würde es auch viel schneller durchziehen gerne, ich würde den S3 auch viel gerne lieber schon jetzt fahren, aber ja, geht halt einfach nicht. Es ist, wie es ist, ne? Man muss ja mit dem arbeiten, was man hat und sich da nicht irgendwas zusammenreimen. Dementsprechend, ja, passt aber so. Wie gesagt, ich habe momentan Spaß mit dem Subi. Alles gut, der macht keine Probleme. Toi, toi, toi. Deswegen alles fein. Wie gesagt, ich freue mich irgendwann, wenn der S3 wieder fertig ist, aber ja. Hab vielleicht mir von dem Modell BMW, den du auf dem Regal stehst, das mitzuholen. Der ist geil, kann ich sehr empfehlen. Also hier man sieht es jetzt echt schlecht, weil ich schlecht beleuchtet habe, aber weil ich das Spotlight jetzt nicht anmachen werde, weil ich dann hier drin verbrenne, die von AliExpress, die Modelle. Es geht gerade um mein S3 8L-Projekt. Allein bei Bremsen kann sich Geld nicht richtig ausholen. Man muss sagen, ich will auf Originalbremsen gehen. Also wir wollen halt Original Golf 4 R32 bzw. TT32er Bremse gehen. Die ist halt ein bisschen größer, hat mehr Kolben und die muss leider sein. Prozentual müsste sie es nicht sein. Prozentual haben wir nicht so viel mehr Leistung, aber der Motor wiegt ein gutes Stück mehr und damit der TÜVer das einträgt, muss die Bremse passen. Und der S3 hat eine kleinere Bremse als der R32 und ja, deswegen müssen wir auch die Bremsen updaten. Und ja, also ich sag mal so, die machen wir dann, wenn alles läuft und der Wagen mal rollt und fährt. Ne? Also fürs Rumrollen und Rumfahren, um mal zu gucken, ob alles läuft. Am Ende brauche ich die Bremsen noch nicht gemacht haben. Die kommen, das ist einer der letzten Schritte, sind wir auch fairerweise ehrlich. Das hat jetzt nicht Prio, aber ja. Genau, S3 mehr hat als TT, ist richtig. TT32er bzw. Golf 5 R32 hier letztendlich. Aber ja, mal gucken. Wie gesagt, wenn es irgendwann läuft, ist geil. Es gibt davon auch ein paar in Deutschland schon, also ist nicht. Also ist nicht, bin ich der Erste, der einen 32er in den TT, in den S3 reinschmeißt. Aber ich finde das Konzept aber immer noch geil, vor allem, wie gesagt, klangtechnisch. Das ist für mich auch der Hauptgrund, die Emotionen, die dieser Motor hat, muss ich sagen. Nicht die Leistung. Zwar auf Hochspeed, klingt zwar viel, aber die machen nur oben rum ein bisschen Terz. Weil kein Turbolader. Aber ist halt einfach die Emotion, die dieser Motor macht, ist halt geil. Der 1.8T ist halt einfach nur so ein. Den kannst du richtig auf die Fresse punchen, wenn du willst. Und der 3.2 ist halt einfach ein Emotionsmotor. Genau, den Motor habe ich dann Anfang letzten Jahr müsste ich glaube den haben, in der Richtung. Den habe ich dann Anfang letzten Jahr. Wie gesagt, jetzt haben wir jetzt die Tage haben wir den Block komplett leer gemacht, also Kurbelwelle und so ist alles draußen, sieht auch alles super aus noch. Da machen wir trotzdem natürlich die Lagerschalen neu.
Nur da kann ich einfach neue holen. Die müssen beim Motorenbauer natürlich eingemessen werden für die Kurbelwelle, für die Kolben. Deswegen, wenn der Block, wenn der Kopf und die, der Block auch, also der Kopf auch komplett leer ist, gehen die erstmal zum Kumpel zum Eisstrahlen, dass die einmal sauber sind. Dann geht das einmal zum Motorenbauer, dass der halt guckt, ob es geplant werden muss. Wissen wir ja nicht, aber einmal drüber schauen. Da müssen die Kolben noch beschichtet werden, neu. Und wie gesagt, Lagerstein müssen eingemessen werden. Das ist ein bisschen Arbeit. Hat der TÜV dich aufgehalten? Ja, bisher noch nicht. Nö. Aber wie gesagt, wir haben das mit dem TÜV im S3 schon alles abgeklärt. Das ist alles kein Thema. Die Eintragung, wie gesagt, vom Motor. Ich habe einen Kumpel, der, wie gesagt, bei Premio bei uns in der Gegend hat, in Limburg. Und über den, mit der TÜVer ist sehr cool an, hat sehr Bock auf Tuning-Projekte. Und da habe ich schon abgequatscht, was halt sein muss. Wie gesagt, der will halt die originale Bremse haben. Also eine Bremse in der Größe oder größer. Und halt Abgaswerte und Lautstärke muss passen. Das ist bisher der Main-Ding, was ich haben muss. Also der Rest passt soweit. Und eine Kopie von der Fahrzeugschein von dem TT. Aber das ist kein Thema, an einen reinzukommen, denke ich mal. Dass er halt die ganzen Daten davon abgleichen kann. Und da, das ist kein Thema. Mach doch mal ein Tierlist von den ganzen Autos, die du hast und hattest. Oh, das könnte man mal machen. Warte, das schreibe ich mir mal auf. Hast du eine gut Golfskin hier? Guck mal hier, da ist jemand. Gute Idee. So. Da willst du auch mal wieder viel Shitstorm kommen, weil man muss sagen, als YouTuber verkauft man manchmal auch viele Autos, einfach um wieder Geld zu haben. Weil man kauft Autos ein bisschen, fährt die eine Zeit lang oder für Projekte und dann verkauft man sie wieder, weil es einfach das Geld wieder reinkommen muss. Das ist aber zum Beispiel bei den ganzen Hamburger YouTuber genauso hier, Maximiano und so, die machen das ja auch so. Autos kaufen und dann halt wieder irgendwann verkaufen, weil Geld muss auch wieder reinkommen. Das ist bei mir halt auch so. Ich fahre halt manche Autos einfach nur 1 bis 2 Jahre und dann verkaufe ich sie wieder, weil entweder was Neues her soll oder eben deswegen. Ja, der S13 wäre schon sehr weit oben, ja. Der S13 vermisse ich am meisten, muss ich ganz klar sagen. War das der, wo du auch erst mit dem Subaru-Fahrwerk warst? Genau, richtig. Der, wo es dann am Ende nicht ging, aber wie gesagt, da konnte er nichts für. Aber ja, zudem, der haben wir schon alles abgequatscht. Das ist kein Thema. Wie gesagt, Motor-Swap ist auch kein Thema. In dem Fall vor allem super easy, weil, und das ist das Geile, weil da macht der TÜV noch weniger Zicken, der Motor hat eine bessere Abgasnorm. Du darfst dir die Abgasnorm nicht verschlechtern vom Fahrzeug, aber der 3.2er, auf dem das modernerer Motor ist, hat eine bessere Abgasnorm als der 1.8T. Und dann ist der TÜV da sehr entspannt. Wenn du die Umwelt schonen willst, mit 3,2 Liter, dann ist das sowieso gar kein Thema. Du darfst, wie gesagt, die Abgasnorm nur nicht verschlechtern vom Fahrzeug. Das ist das Einzige und das ist, wie gesagt, nicht der Fall. Die Euronorm wird sogar eine Stufe besser, was ziemlich geil ist. Mein S3 ist 99er Baujahr, also Vor-Facelift auf komplett Facelift-Technik umgebaut. Aber 99er. So. Wie soll der eine bessere Norm haben? Hat er. Es ist kein Gag. Der 3.2er ist halt, das ist halt modernerer Motor, modernere Technik. Der verbraucht halt weniger Abgase. Und die Cuts sind ein bisschen klüger. Der hat halt, man muss sagen, der Unterschied ist, wir haben beides B-Cut. Der S3 hat 2 Cuts, so wie der 3.2er auch. Doch. 1.8T, wie gesagt, Ende der 90er sind die ersten gekommen. Und der 3.2er, den ich drin habe, ist ja der T3.2er, hat ja den Golf 5 R32 Motor schon. Das ist ja kein 4er R32 Motor, den ich habe. Du hast auch wieder 2 Cuts, aber du hast mehr Lambdas. Weil bei meinem 1.8T war nur eine Lambda-Sonde vorm Cut. Also alles, was danach passiert ist, war dem Motor scheißegal. Und der 3.2er hat vor und nach den Cuts jeweils 2 Lambdas sitzen. Also 4 Stück insgesamt, glaube ich sogar, oder 3 oder 4. Und hat da natürlich dementsprechend eine viel bessere Abgasüberwachung. Der kann sich dementsprechend ganz anders regeln. Aber ja, deswegen der regelt klüger. Der 3.2er ist einfach nur Leistung. So ist ihm scheißegal, wie er das erzeugt. 3.2er ist ein bisschen moderner gebaut. Der 5er R32 hat 250 PS. Der 5er R32 hat 250 PS, genau wie der TT 3.2er 8N und 8J. Und der 4er R32 hat halt noch 241 PS. Ja, wenn der S3 wieder läuft, glaub mir, dann bin ich super happy. Das ist wirklich, das ist so ein Live-Goal. Ich will ihn auch unbedingt als Daily fahren. Ich hatte es gedacht, das Projekt ist hier Showfahrzeug, aber ich will ihn unbedingt Daily fahren. Also wenn der Motor vernünftig aufgebaut ist, dann habe ich da so Bock, das Ding einfach als Daily-Driver zu haben. Der hat eine Klima, der hat geile Sitze. Das ist perfekter Daily-Driver, meine, da habe ich so richtig Bock drauf. Weil da kannst du auch richtig Touren mitreißen. Vor allem neu aufgebauter S32, der gut läuft, der kann ja, dem kannst du ja richtig Kilometer geben. Da ist ja erstmal kein Stress bei irgendwas. So. Ich würde mal sagen, ich starte im Hintergrund gerade mal Dirt 2, weil wir wollen ja heute auch in der Kampagne weitermachen, liebe Leute. Wir sind ja hier fürs Dirt 2 spielen da. Ich weiß auch nicht, ob Dirt 2 genau wie Dirt 1 auch so ein kacklautes Intro hat. Wir werden es gleich herausfinden. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das mich anschreit, wenn ich starte, aber naja.
Freue mich dann schon auf das 3-Turbo. Nee, kommt nicht. Also, den müsste ich ja jetzt schon machen. Ich müsste ja jetzt schon, wenn ich den Motor jetzt auseinander habe, dann schon investieren in Innereien. Aber das habe ich keinen Bock drauf. Also, vor allem frisst es ja noch mehr Kohle. Die ich fairerweise nicht habe.